Hello Gang, was geht? Was geht? Wir sind wieder back zusammen am Start. Wir waren eigentlich nie getrennt. Ja, aber man hat uns nicht gesehen zusammen. Ja, okay, stimmt. Wir sind so schlecht darin gewesen, zu zeigen, dass wir noch zusammen Ja, sind. also katastrophal eigentlich, Alle aber kommentieren tollen Videos so: Wo ist Cap? Bist du noch mit Cap? Ist sie noch mit Cap? so Schatz, wir müssen mal wieder ein Bild posten, ne? Sonst nimmt du sich vor voll. Aber eigentlich so, wir schlafen jeden Abend zusammen ein und gucken. Ja, wir sind den ganzen Tag zusammen so, aber Weiß halt keiner. ich glaube, es ist auch nicht so einfach, das nach der langen Zeit, wo wir so in Secret. diesem Secret Life waren, das so wieder reinzubringen. Voll, das ist auch voll schwer für uns, weil wir haben das noch nie gemacht. Wir waren noch nie so ein Insta-Couple und jetzt so fühlt es irgendwie weird an, wenn wir eine Story zusammen machen, also, oder? Ja, aber wir driften komplett ab vom Intro gerade. Egal, Vor 2 Wochen haben wir schon mal einen Versuch gemacht, aber darüber reden wir nicht. Ist alles schief gelaufen, oder? alles. Das Universum hat gesagt, not today. Wir haben einen Absturz gehabt vom Laptop. Die Kamera hat nicht gefilmt. Wir hatten den Podcast auch schon announced, aber trotzdem ist alles schief gelaufen. Also wir haben kurz gezweifelt, ob wir es packen. Ja, falls ihr denkt, wir sind so professionell oder so, sind wir. Nicht. Ich liebe auch, dass wir jetzt gerade diesen Podcast machen, so während wir komplett im Umzugsstress sind. So draußen sind so 20 gepackte Kartons. Nein, ihr Wir checkt ziehen nicht. morgen früh um. Aber Hauptsache Podcast. Wenn wir in diesem Haus angekommen sind, werde ich nie wieder umziehen. Wir sind jetzt dreimal umgezogen innerhalb von ein paar mit Baby, mit Erledigungen. Nein, das ist so krass. Das ist auch nochmal voll anders, als alleine umzuziehen. Aber Und wobei ist das für dich schon es gut? wird immer weniger, was wir haben. So, wir sortieren jedes Mal aus. Ja, das ist echt so. Ich denke auch so, hey, ich bin gerade hergekommen, ich habe alles aussortiert und jetzt ist wieder alles aussortiert. Naja, ihr merkt schon, mit uns kann man gut reden, weil wir driften so. Okay, jetzt geht's los mit unserem Podcast. Both Sides. Yes. Und wie sind wir auf diesen Namen gekommen? Also, ich erzähle mal ganz kurz, weil ich finde, wichtig ist nochmal dieser Punkt. Also klar, es geht um uns und unser Leben, dass wir einfach mehr von uns. Oder euch mehr mitnehmen in unser Leben, weil uns das halt schwerfällt, ein bisschen bei Social Media zu machen. Und unsere Love Story habt ihr mitbekommen. Ihr habt halt durch Zuhause unser erstes Date gesehen, wann wir zusammengekommen, das ist schon heftig. Das Oberste. Ja. Und jetzt kommen die Tiefen. Jetzt kommt die Deepness. Ja, und ich glaube, das ist halt so eine richtig krasse Liebesgeschichte, weil wir haben uns vor so Millionen von Menschen verliebt irgendwie. Also klar, die haben es erst später gesehen, aber wir haben uns da, so jeder hat das miterlebt und ich glaube, deswegen ist uns auch das so weiter zu zeigen und so weiter zu inspirieren, weil ich meine, unsere Love Story schon so 10 von 10. Ja, wir haben uns halt so überlegt, so was machen wir, sollen wir sie in YouTube einbeziehen, Social Media. Ich tue mir da viel schwerer wie du jetzt mit diesen Social Media Geschichten. Und aber immer abends, wenn wir reden, dann reden wir driften ab so. Und wir dachten so, lass einfach mal reden. Ja, Mann, das ist echt so. Und wir haben das auch, also eigentlich hat das bei uns schon in Mexiko bei Totahana angefangen, dass wir so intensive Deep Talks hatten. So natürlich kann man auf einer Kamera oder jetzt im Zusammenschnitt nicht alles zeigen. Die Deswegen, fragen sich jetzt, was für Deep Talks? ja, wir denken so, wir haben so drei Wörter geredet und dann so, Ja. lass mal machen. Schöne Lippen, schöne Haare kommen. Aber eigentlich, nee, und das ist halt das Ding, deswegen Deswegen so, liegen wir hier auch gerade im Bett, ja. weil das war unser Safe Place so in Voll. Mexiko und Ich glaube, ich habe gar nicht geschlafen, weil wir jeden Abend einfach nur geredet haben, so die ja, ganze Nacht. es war verrückt. So, ja, da ist auch, da kommt man zur Ruhe, so du hast keinen Dreh oder so. Du Ja. kannst dich wirklich ehrlich unterhalten, ohne irgendwelchen Stress. Voll, und alle waren immer so, können die leise sein. Und Ja. komplett weiter geredet. Und wir hatten auch keine Uhr oder so. Nein, das ist so krass. Die geben euch ja keine Uhr. Also wir wissen nicht, was für ein Tag es ist, welche Uhrzeit es ist. Das ist wie so eine Parallelwelt. Ja, Also du du hast es weißt doch nicht mal. geliebt, dein Schmetterling-Dasein, so. Ja, ich hab's schon geliebt. Ich wusste immer so, ich habe immer so an der Sonne erkannt, wie viel Uhr es ist. Man ist so Ja. richtig back to the roots gekommen, hat so richtig so
voll mit der Natur verbunden und so irgendwie, weil man das nicht wusste. Aber abends war echt so, das war auch das, was so, glaube ich, bei uns die größte Memory ist von Tortellano, ist einfach so 100%. unsere Gespräche abends. Und da haben wir uns kennengelernt, da haben wir uns so verstanden und die Sachen, die wir da besprochen haben, das war so krass, weil alles, was dieser Mann gesagt hat, ich war nur so, hä? Guckst du gerade in meinen Kopf rein und sagst einfach genau das, so Copy-Paste, das war so richtig crazy irgendwie, jemanden kennenzulernen, der so alles teilt. Das war schon das Intensivste, auf jeden Fall das Heftigste. So. Ja. Deswegen, wie gesagt, war das so der Safe Place, wo wir uns, das hat sich aber dann jetzt auch auf das richtige Leben wieder gespiegelt, wenn wir tagsüber streiten. Aber im Bett ist wieder alles gut. Ja, So das ist im so Bett, dann reden krass. wir wieder so. Ich glaube, wir haben dann Also wir einfach streiten mehr. nicht, wir streiten nie so. Wenn, dann ist es so. Willst du Käse oder Gouda? Käse und Käse oder Gouda Margarine. macht Sinn, gell? Nee, aber es ist halt echt so, wir haben da auch letztens drüber geredet, irgendwie sobald wir im Bett liegen und uns einfach so irgendwie berühren oder so, man hat eine ganz andere, ich weiß nicht, so eine ganz andere Art miteinander zu sprechen. Also wir sind einfach viel weicher, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube, das hat uns schon geprägt Ja. durch die Show, weil wir wussten, so abends ist alles gut. Ja. Und das haben wir irgendwie so ein bisschen mitgenommen, Ja, jetzt immer, wenn wir Streit haben, wir so, komm ins Bett. ja. Komm. Also wir brauchen jetzt mal ein bisschen einen Leitfaden. Ja, Wir okay. driften ja komplett ab. Ja, okay. Hast du, wir brauchen ein paar Nee, okay, Stichpunkte wir oder fangen so. jetzt einfach mal ganz von vorne an. So, wir haben uns bei Tortellano kennengelernt. Obviously, ihr wisst es alle, The Love Story of the Century, Herz. Ich dachte, du machst so. Komm, mach Jack. Let's go. Ja, auf jeden Fall, wieso waren wir überhaupt bei Tortellano? Ich glaube, die meistgestellte Frage, die ich einfach noch bekomme, ist so, wusstet ihr wirklich nicht, dass ihr bei Tortellano seid? Wie seid ihr dazu gekommen und so weiter? Und ich glaube, das ist eigentlich voll interessant, weil jeder kennt Tortellano aus Amerika und dieses internationale Format kennt einfach jeder. Und als ich das damals geschaut habe, so ich war so richtig obsessed damit und dachte mir so, boah, das ist mal eine richtig tiefgründige Show und so kombiniert irgendwie beide von meinen Persönlichkeiten, weil auf der einen Seite ist es trotzdem so Reality-TV, so, weißt du, so Spotlight, aber gleichzeitig ist es so deep. Ja, ich glaube, wir hatten da beide ein anderes Bild von. Echt? Weil ich dachte niemals, dass die Show so deep ist, wie sie dann im Endeffekt war. Ich dachte, klar, Okay, das krass. hat einen geilen Hype, so die Show ist geil, Ja. Yeah. die macht da Party, so Drinks, hübsche Frauen, Meer, Mexiko, weißt du, so Ja. geiler Vibe und Netflix natürlich. Also, das waren so meine Aspekte, nicht jetzt so. Boah, die Show ist so deep, so da gehe ich hin und habe da ein paar Gespräche. So. Das war jetzt nicht meine Intention. Echt? Krass, dass es bei dir so ist. Ja, ohne Spaß. Also bei mir war Okay. das so, ich habe die geschaut und dachte mir so, wenn ich auf eine Show gehen will, dann auf die, weil ich mir denke, es hat so einen Mehrwert und es ist nicht nur so Okay. sinnloses so Okay, aber Trinken und so. Oder keine Ahnung, das Party. schon, das unterscheidet sich auf jeden Fall von den anderen Shows. Noch viel, viel mehr unterscheidet sich. Aber so, das wusste man ja davor nicht, Nee, bevor ich klar. dahin gegangen. Nee. Aber das meine ich so, ich habe das gesehen und ich weiß noch wirklich, ich saß mit meiner Schwester im Wohnzimmer und ich habe so zu ihr gesagt, so, boah, wenn ich auf eine Show gehe, dann auf die. Und es war sogar so, dass ich damals bei der Show mitmachen sollte. Ich hatte mich so beworben oder ich wurde angesprochen, ich war schon so mega weit und eigentlich ging es schon fast los und dann habe ich irgendwie so aus dem Bauchgefühl heraus so entschieden, so ich mache das doch nicht, weil das ist total komisch gewesen. Also da waren so ein paar Sachen, die ich einfach so strange fand. Und die Show wurde dann auch sofort abgesetzt, weil die so mega frauenfeindlich war. Ich darf, glaube ich, den Namen nicht sagen, aber es war so richtig extrem so gestört und es war so ein voll so ein Skandal und ich war einfach nur so, boah, das Universum hat mich so krass beschützt, dass ich da jetzt nicht mitgemacht habe. Aber so in dem Moment war ich schon so ready irgendwie für eine Show, weil ich mir dachte, Mann, jeder muss diese Persönlichkeit einfach so persönlich kennen, weißt Kann ich nur bestätigen. du? Und keine Ahnung, aber ich habe wirklich zu meiner Schwester gesagt, so, boah, wenn dann auf Tour zu Herrn, und ich habe mir sogar gedacht, vielleicht sogar die Internationale, weil ich kann mega gut Englisch, habt ihr alle gemerkt. Und ich dachte mir dann so, weißt du, aber Ja, aber ich ja. wusste halt nicht, dass die nach Deutschland kommt.
Und ich Das finde wusste, ich dass. auch, das finde ich auch krass, weil ich dachte auch so, wäre krass, wenn man zu Tor Tendel kommt, Ja. wenn man da mitmachen kann. Dachte ich auch auf jeden Fall so. Lana war immer so, so richtig weit weg. Voll. Und jetzt bin ich so Best Friends mit Und ihr, jetzt so weißt du, was unsere ich meine? Schwester. Aber das war so, so weit weg. Es gab sich in Deutschland, da war noch nie ein Deutscher, so, das war so eine Show, wo nicht in meinem Kopf war, so, Ja. da gehe ich jetzt hin. Nee, Weil das genau. nicht auf dem Schirm war, einfach von mir. Voll, aber man dachte schon so, Goals Show. Safe. Ja. So. Safe, so von all den Shows zur Champions Ja. League. Ja, und das finde ich halt so krass, dass wir dann da gelandet sind. Also, weil Ja. dann hatten wir das ja beide im Kopf, wussten aber nicht, dass es das ist, Ja. weil. Bei mir war es ja auch kurz nochmal so, dass ich auf eine Show gehen sollte. Bei mir hat das immer wegen Fußball nicht geklappt. So. Ich habe mich beworben, auch piep mir raus. Bei. Nein, nein, nein. Nein, aber ich war schon hot auf eine Show auf jeden Fall. Ja. Ich hatte schon Bock, wo mitzumachen und aber jetzt im Endeffekt dachte ich mir damals immer so, boah, warum hat das nicht geklappt? So, die Show wäre so echt Highlight gewesen eigentlich. Hätte ich richtig Bock gehabt. Aber man konnte nicht zu Tor Tendel gehen, wenn man schon mal bei einer Show war. Ja. Heißt, hätten wir irgendwo schon mal mitgemacht, Einfach raus. wären wir raus gewesen. So, wir hätten uns nie kennengelernt. So krass. Ich finde das sowieso so insane, wie viele Kleinigkeiten passieren mussten, dass wir beide da waren. Na. So, weil das ist ja, das ist für mich so krass, weil wir sind da ja reingegangen, oder also du sowieso, ich auch. So, niemals hat man gedacht, man lernt da jetzt jemanden kennen. Man dachte so, man nimmt das mit, man hat eine coole Zeit, so, man ist Ja. bei einer Show, weißt du, Lebenserfahrung, Craziness und so weiter, aber man hat ja niemals gedacht, so, oh ja, da finde ich jetzt den Mann meiner Träume. Also, das war ja undenkbar eigentlich Ja, schon fast, oder? nicht mal daran gedacht. Ja. Gar nicht, ne. Und das finde ich so heftig, dass wir dann auch so, oder dass das Universum, also ich glaube ja so, also wir beide, wir haben halt seitdem sowieso noch krasser, aber generell einfach mega an das Universum oder daran, dass es eben keine Zufälle gibt und dass man aus einem Grund all das passiert, was passiert im Leben. Und für mich war es krass, weil bevor wir auf die Show gegangen sind, sind wir in so einer Quarantäne gewesen. Und da waren wir relativ lange und das war halt schon heftig, weil man war halt komplett alleine Ja. und man musste sich extrem mit sich selbst War auch auseinandersetzen. Corona-Zeit, wo Genau, man. deswegen mussten wir da überhaupt Ja. hin. Also, ich weiß nicht, wie das Sonst was. sonst ist, aber wir waren relativ lange drin. Ja. Und es kommt ja natürlich, manche waren länger drin, wo bei der Show waren, manche weniger. Ja. Und das war halt schon, also für mich ist das irgendwie auch so eine richtig krasse Prägung, diese Quarantänezeit, weil ich da zum ersten Mal so komplett alleine war, weil man hatte natürlich auch kein Handy und so weiter. Das heißt, du gehst wirklich in so eine Erfahrung rein, ohne irgendeinen Einfluss von außen. Und ich war so richtig auf mich alleine gestellt und ich habe in der Zeit so voll viel gelesen. Und was ich halt so heftig finde, ist, obwohl ich nicht dachte, also ich wusste, ich werde da niemanden kennenlernen irgendwie. Ich war so richtig so, ich mache das jetzt, aber ich denke nicht an sowas. Aber trotzdem habe ich so eine Liste gemacht, das habe ich dir auch schon mal erzählt, so eine Liste gemacht mit, was so mein Traumtyp wäre. Weißt du, einfach so Manifestation. Und ich habe wirklich richtig präzise aufgeschrieben, so das und das und das und das. Also so richtig komische Sachen. Also er bringt mir Blumen. Also so richtig präzise. Und Bringt mir ja, oder er Blumen, schenkt mir Blumen. präzise. Ja, aber weißt du, so einfach, ich habe richtig nach dem gefragt, was ich mir wünsche, weil du weißt, wie glücklich mich das macht. Und das waren einfach so Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich in die Show gegangen bin, so, okay, diese Liste gucke ich mir danach an, weil ich kenne mich, ich steigere mich auch mega schnell rein. Wenn da jetzt irgend so ein Typ kommt und ich mich voll reinsteige, gucke ich mir danach diese Liste an, um so einen Reality-Check zu machen und zu sagen, er ist das alles nicht. Und dann Weißt du? stand ich da mit Blumen. Nein, aber so, im Nachhinein, ich habe diese Liste gelesen und ich war nur so, was? So wirklich, jeder einzelne Punkt wurde abgehakt. Und das ist das, was mich so richtig schickt, weil ich mir denke, das Universum wollte, dass wir uns da kennenlernen. Und das war so, wäre fast auch nicht passiert auf manchen, weißt du, Wegen. Aber es sollte so krass so sein, das finde ich einfach so heftig. Also für mich war diese Quarantäne krass, weil ich das so
Ich war vor allem der letzte Kandidat in der Quarantäne, Ja, stimmt. weil ich wäre fast nicht gekommen. Ich hatte die ganze Zeit Corona. Ich hatte die ganzen 1,5 Jahre oder so war Corona. Ich hatte nicht einmal Corona. Ich war die ganze Zeit unterwegs als Model. Ich hatte es noch nie. Ich hatte es inzwischen 3, 4 Mal. So, ich habe Corona komplett durchgespielt. Aber ich war so der Letzte. Die wollten schon sagen, so komm, macht keinen Sinn. Ich bin 3 Mal zum PCR-Test gefahren, ob ich negativ bin. Und ich war immer positiv. Und beim letzten Mal, 2 Tage bevor ich geflogen bin, die haben meinen Flug sogar nochmal verschoben, hat er dann gesagt, ja komm, negativ, Abflug. Das war Boah. so crazy, Mann. Und es war so, es war, alle waren schon da. Ja. Also es ging eigentlich schon los, so basically. Also alle waren schon in Quarantäne und du noch nicht. Ja. Du bist so richtig maximal im letzten Moment gekommen. So stell dir vor, du wärst nicht da gewesen, so wir würden jetzt hier einfach sitzen. So, hä? Ja, weißt du, was ich für Kopfschmerzen geschoben habe in dieser Zeit, wo ich zu Hause saß und auf diese Tests geguckt habe? Ich habe mir diese Einwegtests für zu Hause geholt. 20er. 28 Minuten so. 20, Test. so ist der Strich ein bisschen heller geworden. So habe ich gezittert. Ja, das ist so krass. Also, Ja, das aber ist ich habe mir richtig dann so krass. eingeredet, so man wusste ja dann noch nicht, ob es Tourtendel ist. So. Ja. Vielleicht soll es so sein, dass ich Ja. nicht komme und die Show ist richtig scheiße. So. Warum kriege ich jetzt Corona? Ja, Mann. So. Aber dann habe ich gedacht, warum bin ich jetzt negativ? Abfahrt, auf geht's. Ja, das ist echt so. Also, das war einfach krass. Ich, für mich war es auch so krass, weil ich hatte die ganze Zeit auch so ein bisschen so ein komisches Bauchgefühl, weil ich so dachte, soll ich da jetzt wirklich mal mitmachen, so Tropical Desire? Da geht es jetzt nur um, weißt du, so Sexuelles oder Partys oder so. Und ich war fast schon so ein bisschen so, ich hatte irgendwie auch ein bisschen Angst vor. Und ich war so, boah, weiß ich nicht. Also selbst in Quarantäne war ich so, oder soll ich abbrechen oder soll ich jetzt einfach nach Hause Ja, fahren? ich glaube, aber dieses Corona und Quarantäne hat das Ganze noch mal geiler gemacht, weil man Ja. so lange keine richtige Party mehr gehabt hat Safe. und nicht mehr richtig draußen war. Man dachte so, Leben. Ja, Endlich wieder Leben. komm, Ja, es war echt lass mich so. raus. Ich hätte mich auch ohne Corona niemals getraut, weil ich hätte mir gedacht, mein Leben ist eh egal. Was soll ich jetzt nach Mexiko? Also weißt du, man wusste ja noch nicht mal, wo man hinfliegt bis zum letzten Moment. Aber ich weiß nicht so, für mich war es dann so krass. Also ich will nur ganz kurz über das Zeichen reden, weil also ich hatte, bevor wir auf die Show gegangen sind, in dieser Quarantänezeit, wirklich so Momente, wo ich so dachte, ich breche ab und fahre nach Hause, das ist nichts für mich und so weiter eben auch, weil ich, hätten die mir gesagt, so, du bist bei Tour Ten, ich gesagt, ja, okay, ich bleib, aber ich wusste es halt nicht und es hat mich alles irgendwie ein bisschen verunsichert und ich war dann einfach so, okay, ich gehe nach Hause und dann habe ich auch in der Zeit halt so ein Buch gelesen, was auch darum ging, so das Universum nach Zeichen zu fragen und ich hatte das vorher noch nie gemacht, aber die haben halt gesagt, so, frag nach einem Zeichen, wenn es sein soll, dann wird dieses Zeichen kommen. Und ich war halt im Hotelzimmer und ich dachte mir so, dieses Zeichen kann nicht kommen. Und dann ist durch so einen mega krassen Umstand, bin ich irgendwie an dem Tag, wo ich eigentlich abbrechen wollte, nach Hause fahren wollte, durfte ich irgendwie an den Strand, dann bin ich da lang gelaufen und habe das Zeichen bekommen, nachdem ich gefragt habe. Das war übrigens eine Krake. Und das wurde in dem Moment, wo ich am Strand war, also mega die random Uhrzeit auch noch, mit Kreide von einem Typen an so eine Wand gemalt, eine riesengroße Krake und ich war einfach nur so, what the hell, so, ich soll auf jeden Fall auf diese Show gehen und das war für mich so voll die Bestätigung und dann habe ich mich auch getraut. Seitdem liebe ich Kranken. Ja, ich auch. Ich liebe Kranken so sehr, deswegen haben wir uns auch Baby einfach auch schon Gestern haben wir Tintenfrischringe gegessen. genannt. Nein! Nein, schön Ich dachte, wir wollen ehrlich. Ich dachte, wir wollen hier ehrlich kommunizieren, oder nicht? Oh. Mein Scheiße, Oktopus ist so. das war funny. Sorry. Okay, ja, stimmt schon. Aber auf jeden Fall so, das war so meine Quarantänezeit für mich. So, es war so richtig Self-Work, so richtig, also es war wirklich unnormal intens. Ich bin da mit einem ganz anderen Setting reingegangen, als wenn ich jetzt einfach von Deutschland da direkt reingekommen Und wäre. das finde ich halt auch so krass, wie die Unterschiede waren von den Teilnehmern, weil die Quarantänezeit für mich war auch richtig intensiv und schön. Und ich denke gerne daran zurück und für dich ja auch.
Und für ganz viele war es, okay, die waren auch zum Teils länger da drin, Ja. aber war es viel, wenn du alleine mit dir beschäftigt bist, so ist es schon ein bisschen schwer in dem Raum. Du bist wie in einem Gefängnis eigentlich, Safe. aber in einem schönen Gefängnis. So, du Du kriegst guckst aufs Essen, Meer. du guckst aufs Meer, Ja. siehst Wale, Adler, keine Ahnung. Hast du einen Wal gesehen? Ja, da gab es auch immer so kleine Wale. Ich habe noch nie einen Wal gesehen. So, doch, klar gab es da Wale. What? Ich habe immer drauf ge Okay, ja, krass. Ja. Ja, Luxus-Jail. Ja, also es war so, du hattest alles, aber es war natürlich schon irgendwo langweilig und du musst dich beschäftigen. Ich habe Nein, es war das Geisteskrank. Du kannst nicht mal sagen, irgendwo langweilig. Die Zeit verging nicht. Ich habe ja immer wieder auf die Uhr geschaut und ich war so, hä? so Das war 90, eine Minute. So, 90, vor allem beim, aber vor allem beim Sport machen und so war es auch krass. hä? Ich habe so die Übungen gemacht. Ich hatte ja keinen Time oder irgendwas, bis ich nicht mehr konnte. Krass. Hast du mein Body Can't gesehen in relate. der Show? Ja, da Hast reicht du mein das. Body gesehen? Da war Und schon deswegen wieder. war ich on top. Aber es war einfach so krass prägende Zeit, auch davor. Die Show Extrem. natürlich, aber das auch so. Ich habe da auch so Businesspläne und so. Ich habe dir ja schon erzählt, so Zettel und Stift hatte man natürlich, so man konnte schreiben. Und ja, da habe ich angefangen, auch mich mit mir selbst einfach zu beschäftigen, so. Voll, und ich glaube, das ist halt das Ding, weil wenn du das nicht kannst oder nicht mit dir selbst alleine sein kannst, dann ist das das Schlimmste, was dir passieren kann, also in einer Quarantäne zu sein. Ja. Ich glaube, du musst schon eine spezielle Reife haben, irgendwie zu sagen, okay, ich nutze jetzt diese Zeit und beschäftige mich mit mir oder weißt du, es ist irgendwas Geiles auch. Weil für mich war es unnormal geil. Also ich dachte mir so, boah, wie cool, dass ich jetzt hier diese Zeit habe, obwohl es auch Ja. schwer war. Ja. Aber trotzdem, oder? Also. Ja, voll. Und da sehe ich auch so das Thema Urlaub anders, weil da habe ich richtig. Davor, wenn ich Urlaub gemacht habe, so ich war mit Jungs unterwegs, so wir waren feiern oder am Strand und alles so, ist auch alles schön und gut, aber da war ich so richtig In so einer Zone. in so einer Zone, so ich habe richtig abgeschalten, weil ich keine Einflüsse hatte, kein Handy, keine Ja, nix. aber wie krass ist das auch? Also das mit dem Handy, das will ich nochmal ganz kurz sagen, weil ich konnte mir das nicht vorstellen. Das war mein schlimmster Punkt an der Show generell, auch schon bei der Show davor. Ich dachte mir so, wie soll ich es ohne Handy schaffen? Weil ich bin absolut süchtig. Ich hatte ja schon meine Ems-Gang vorher. So, ich war einfach schon so in diesem Instagram-Film so drin, aber auch generell so, um mit meinen Freunden zu schreiben. Ich bin auch so, du weißt du, mit meiner Familie und so. Ich konnte mir nicht vorstellen, kein Handy zu haben. Das war für mich Worst-Case-Szenario. Und ich habe es einen Tag vermisst und danach in der Quarantäne, ich habe nicht mehr daran gedacht. Das finde ich so insane. Allein deswegen würde ich Leuten empfehlen, in die Show zu gehen. Ja, safe. Ohne Spaß. Also, ja, jetzt also von der kompletten Show, nicht jetzt mit Quarantäne und so, weil du kein Handy, Ja. keine Termine, du bist einfach in der Zone, die du auch im echten Leben haben kannst. Safe. So, und man denkt, man kann das nicht haben im echten Leben. Aber das kannst du haben und das ist das Krasse. So, du musst es nur lernen, wie du es umsetzen kannst. Aber es ist halt so schwer, weil so viele Menschen auch irgendwie von dir abhängig sind und alle anderen sind am Handy. Dann musst du irgendwo am Handy sein, weil du willst erreichbar sein. Weißt du, es sind so viele Zusammenhänge damit. Voll. Und auch wenn jetzt zum Beispiel unser Job oder mein Job auch Social Media und so weiter ist, ich bin trotzdem viel bewusster mit meinem Umgang mit dem Handy als vorher. So klar, ich scroll abends bei TikTok und so, aber ich bin trotzdem, ich nehme mir morgens die Zeit, bin nicht am Handy und so, weil ich einfach gecheckt habe, was für ein kranker Unterschied das ist. Und wirklich, so wie du gerade schon gesagt hast, so, es gibt nichts Heftigeres, weil wenn du von außen keine Einflüsse hast, Ja. dann bist nur du und du bist im Hier und Jetzt. Und das ist so insane. Ja, 100%. Also wirklich, jeder sollte einfach mal, mach dein Ja. Handy aus. Das ist ja auch so bei mir in meiner Morgenroutine, wo ich habe mir sogar immer groß, schreibe ich mir auf kein Social Media, Ja. dass ich am Anfang nicht damit konfrontiert werde. So. Und ich lache auch immer über, wenn ich Morgenroutine-Videos sehe und so Ja. in Instagram. Das ist immer so, ja, okay, da muss Content machen. So. Ja. Aber irgendwie, wenn du am Morgen den Morgen gut startest, Das ist gesund. jetzt habe ich's, dann gewinnst du den Tag. Safe. Es ist wirklich so. Du brauchst einen Plan für den Morgen, alles andere regelt sich.
Es ist wirklich so, wie du den Tag startest, das prägt dich. Und deswegen, wenn du das erste, was du siehst, ist eine Nachricht so, du schuldest mir Geld, ja, Nee. scheiße. Der ganze Tag gelaufen. Verschuldest du schon wieder, gell? Das war nicht mehr raus. Ich meine, so, wenn du eine Nachricht siehst, die scheiße ist, dann ist der ganze Tag gelaufen. Ja. Okay. Auf jeden Fall. Nach dieser Quarantänezeit sind wir dann. Jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Ja, Thema. Wir sind wir bei Tortuella angekommen. sind endlich angekommen und wir wussten immer noch nicht, wo wir sind, weil natürlich in der Quarantäne haben die es dir auch noch nicht erzählt. Also, du hast es wirklich erst in dem Moment erfahren, wo Lana da war. Auf jeden Fall war dann irgendwann der Tag, wo sie gesagt haben, morgen geht's los. Wie insane war dieses Gefühl? Das war bei mir. Ein Tag später. Nee, das war bei mir zweimal. Ja, Und bei ihr mir war. auch. Ja. Ja. Die haben gesagt, morgen geht's los. Und du dachtest einfach, es geht Und los. ich war so ready, ich war so ready. Oh mein Gott. Und dann so doch nicht. Und dann so in 3 Tagen. Oder? Das waren Ja, dann nee, die haben nochmal. mir nicht mal gesagt, wann das nächste Mal. Ich wusste nur, morgen geht's nicht los. Und Und ich das war wusste. so ernüchternd. Ja. Und ich dachte dann aber, ich komme später rein, dass sie das Ah. nur so sagen, so ein. Echt? Nee, ich hab nie. Ich wusste immer, ich bin Main Character. Ich komme von Anfang an. Ich dachte dann wirklich so, irgendwas dribbeln die gerade. Das kann ja nicht sein. Also wer lässt einen so lang in Quarantäne? Aber als ich dann gehört habe, wie lang Nein, war und so. nein, nein. Ich wollte gerade sagen, ich dachte auch so, das können die nicht machen. Und dann kamen die anderen so in die Granaten und so. Ich war nur so, never mind. So, scheiß drauf. Ja. Nee, also, aber dieser Moment, wo die gesagt haben, jetzt geht's wirklich morgen los, weil die haben ja dann wirklich so Statement gemacht und haben gesagt, so, morgen geht's Ja, wo los. die meine Sachen mitgenommen haben, Ja. wusste ich. Es geht los. Was geht los? Es geht los. Okay, let's go. Welcome to Tropical Desire. Boah, und dann war ich die Erste, die reinläuft. Kannst du dir das vorstellen? Das war einfach nur insane. Ich habe es mir mal mehrfach angeguckt, auf jeden Fall. Ja, das war so krass, ey. Und die haben so zu mir gesagt, so, ganz entspannt, sei locker und so. Und dann kommst du da rein und da stehen einfach Tausende von Leuten. So Tausende. Du bist einfach nur so, hä? Das war das größte Problem bei mir am Anfang, weil ich dachte, ich komme so rein, auf entspannt und dann, keine Ahnung, chill ich mich zu euch, weil ich habe ja so Stimmen gehört, so es sind schon welche drin. Ja. Und dann komme ich da rein und ich denke, Blockbuster, ich bin Leonardo DiCaprio. Ich schwöre mal, das war Jeder das auf guckt mich Hollywood Film. an, diese Kamera, dieser. Ich so, yeah. I was born Auf for einmal mein this. Puls. Ich war so. Ich war so eine Fahne im Wind. Nein, es war so krass. Man muss sich schon dran gewöhnen, ja. Also es ist einfach so 0 auf 100, weil du bist in dieser Quarantäne komplett alleine, sprichst mit niemandem und dann wirst du so in dieses kalte Wasser geschmissen, siehst tausende von Menschen und musst performen oder so, weißt du, also du musst direkt so, bam. Und ich komme so rein, so, where the boys at? Ich war auch so richtig so auf so, wie sagt man, aufgeregt. Ich war richtig krank aufgeregt. Ja, ich auch, sieht man ja auch, wie ich Ja. reingekommen bin. Ja, aber das war so heftig, ey. Und dann da reinzulaufen, man denkt sich einfach nur so, krass, ich bin gerade einfach auf einem Hollywood-Movie-Dreh. Wirklich, also auch die Kameras und so. Ich dachte wirklich, das ist ein kompletter Film. Ich habe das gar nicht erwartet. Auf jeden Fall, wir kommen da so rein. Und ich glaube, so was halt voll interessant ist, wir haben ja schon mal eine Reunion gedreht, die ihr leider niemals sehen werdet. Sorry, es ist nicht unsere Schuld, sondern. Wir haben eine Reaction gedreht. Ja. Was habe ich gesagt? Eine Reunion. Oh. Die haben wir auch gedreht. Boah, die habt ihr gesehen. Ja, wir haben eine Reaction gedreht Und zur Torte. für Tortando. Ja. Und wir haben auf alles reagiert. Es ist Stunden an Material und ihr werdet es leider nie zu Gesicht bekommen, weil dieser eine. Wir sind extra mit Ocean Ja. von Hamburg nach Köln gefahren. Leute, im Zug. Da war Zugstrecke. 2 Monate oder Stunden. so. 3, ja. Ich glaube, Und ich spinne. ja. Der gibt uns das Material nicht. Also nur damit ihr die Storyline versteht, wir haben alles gefilmt, auf die komplette Season reacted und wir haben das Material dafür leider nie bekommen. Keine Ahnung warum. Aber wenn du das hier siehst. Und ja, deswegen gibt es leider keine Reaction von uns, weil das haben wir dann nicht nochmal gemacht, weil das war einfach so perfekt beim ersten Mal. Aber Ja, das ist dumm, das geht das zu nicht machen. nochmal. Nee, das geht Ja. nicht. Aber egal, auf jeden Fall können wir ja ganz kurz sagen, so, also für mich, als du dann reingekommen bist, als ich dich das erste Mal gesehen habe, ich war schon so,
Ich habe meine Reaktion gesehen und das war for real meine Reaktion. Obwohl, wenn wir es jetzt zusammen schauen, sagst du so, so reagierst du bei jedem. Sie macht immer. Ich so, wow. Ich bin so richtig over the top gewesen, aber ich stand da auch in der prallen Sonne und hatte schon zwei Sekt getrunken. So sorry. Ich war halt das Woo-Girl vom Dienst. Aber nee, als ich dich gesehen habe, war ich schon so, fuck. Okay, scheiße. Weil vorher war ich so, ach, hier kommt eh keiner rein, der so mein Typ wäre oder so. Dann habe ich dich gesehen und dachte mir so, ach Mist. Im Guten. Ach Mist, im Guten. Wie war mein Spruch mit den Augen? Du hast gesagt, ab jetzt stehst du auf helle Augen. Ja. Also als du mich gesehen hast, hast du gedacht so, boah, fuck, das wird die Mutter meiner Kinder? Ja. Liegt auch nicht. Also, ich hatte keine, am Anfang keine freien Gedanken. So. Ja. Am Anfang war es schon eher, ich mach mein Game, wie ich es so auch draußen mache. Ja. Also, es hat ja, ist ja... War eine andere Situation, aber trotzdem konnte man ja dann nach dem ersten Einfühlen in die Show und das sich an die Kameras gewöhnen, konnte man ja trotzdem dann so wieder so zurück zu seinem Ich finden. Ja. Und ja, dann war es, war eine hübsche Frau da, coole Jungs auch, so wir haben uns alle ja so gut verstanden. Und optisch gesehen auf jeden Fall. Habe ich schon gewusst, dass du mir gefällst. Danke. Ja. Aber alles andere konntest du noch nicht einschätzen. Nee. Deswegen hast du erstmal bei Laura geschlafen. Ja, man muss ja erstmal testen. Weiß ich halt nicht. Weiß ich halt nein. nicht, Leute. Nein, nein, nein. Also das ist ja... Es ist ja, nein, du gehst ja rein und denkst dir so, YOLO, alles egal. Du denkst ja nicht so, okay, die will ich toll und die will ich haben oder sowas. Also ja, und man hat ja auch nicht im Kopf so, dass ich irgendjemand verletze mit irgendwelchen Aktionen. Und ja. So. Es ist ja alles so egal eigentlich in dem Moment, ja, aber was wie krass man ist macht, das? Weil man für keinen so Verantwortung hat. So ich kannte dich ja keine Sekunde. So. Ja, aber du hast mich doch angeguckt. Hä, wir hatten doch Augenkontakt. So, hä, du musst, hättest doch wissen müssen. So. Nein, aber ich finde es halt so krass, weil ich muss sagen, so ich bin eigentlich auch ein sehr freer Mensch vorher gewesen und für mich hatte alles nicht so viel Bedeutung, was zu machen war, was weiß ich, was betrifft. Aber ich fand es krass, dass mich das getriggert hat, dass du was mit Laura hattest. Und das finde ich wirklich krass, weil so, hä, ich kannte dich ja noch nicht mal. Also wie du schon sagst, so, als wir reingekommen sind, wir haben zwar kurz geredet, aber... Man wurde irgendwie direkt in diese Date-Situation gepackt. Das heißt, wir hatten gar keine Zeit, kurz vorher oder so zu reden. Mhm. Das heißt, wir kannten uns halt original gar nicht. Aber ich habe gesehen, dass er mit ihr rum auch nicht war. Ich dachte mir so, ja, okay, habe ich jetzt auch mit Arka rum. So, ich war wirklich so richtig so trotziges Kind, weil ich mir dachte so, ich bin beleidigt irgendwie. Ja, ich habe es gemerkt. Hast du direkt mitgemacht. Mit mir? So ich dir. Deswegen, das fand ich, diese Aussage kann ich ja bis heute nicht verstehen. Welche meinst du? Dass du sagst, du hast aufgrund dessen dann irgendwie rumgemacht. Wie? 1 plus 1 ist 2, oder nicht? Das ist ja so schwierig. Nein, das ist gar nicht schwierig. Also ich werde sehr viel Support dafür bekommen. Wenn ich sehe, du machst direkt so Moves und so, dann mach ich doch auch Moves. Und dann denke ich mir, hey, egal. So, wir gehen in eine Show. Ja. Da kann man doch nicht von einem Move reden nach einem Tag. Ich weiß nicht. Also, weil zu dem Zeitpunkt war es ja wirklich... Ich kenne mich halt mit Shows nicht so aus, du bist ja vielleicht so der Experte oder so, aber ich kenne mich ja wirklich nicht aus. Und ich fand es jetzt nicht so normal, so direkt nach 5 Sekunden mit einer rumzumachen und dann mit der direkt in ein Bett zu schlafen. So, sorry. Da kennst du das deutsche Reality noch nicht. Jetzt kenne ich es ja. Du hast mich reingeführt. Er hat mich übrigens in deutsches Reality-TV reingeführt. Danke an all die deutschen Reality-Stars, ihr seid sehr entertaining. Ich dachte immer... Das ist voll langweilig, weil ich habe immer nur so Love Island UK und sowas geguckt, aber das ist ja geisteskrank. Ja. Nein, also das ist ja absolut geisteskrank. Was ihr da macht, ist ja absolut geisteskrank. Das könnt ihr ja keinem erzählen. Also wenn ich es nicht sehen würde, würde ich es euch nicht glauben. Deswegen, thanks for that. Dafür waren wir echt noch harmlos. Dafür haben wir nur so, wie viel haben wir ausgegeben? Muss doch keine Zahlen jetzt nennen. Ja, auf jeden Fall warst du erstmal mit Laura. Ja. Und... Ich habe
Nee, so, also ich muss ehrlich sagen, so, ich werde ja oft, also ich wurde dann in der Zeit oft gefragt und so. Und ich muss sagen, so für mich, ich war zwar eifersüchtig, aber ich wusste auch irgendwo nicht, ich war nicht eifersüchtig auf sie, sondern ich war eifersüchtig, dass ihr das so gemacht habt oder so, dass er im Bett geschlafen hat, aber ich wusste irgendwo so, okay, wir werden eh noch chillen. Ja, Oder also war das nicht dein erster Satz, den du zu mir gesagt hast, als wir dann zusammen im Bett waren, hast du gesagt, so war doch eh klar. war klar, ja. Ja, eben. Klar, also die Entscheidung war ja auch nicht so big. Das wurde dann so, als die Entscheidung war größer, als sie war. So, ich habe Laura kennengelernt. Man wusste, so, das wird nicht mehr. Ja. Und bei dir wusste ich das halt nicht, wohin das geht. Ja. Und es ist dann Ich so natürlich so. pregnant child. Wo ist eigentlich unser Kind? Falls ihr fragt, wo unser Kind ist, die Tante passt auf. Auf dem Dach. Dachterrasse. Ja, ich wusste noch nicht, wohin das geht. Ja. Also ich fand dich gut, aber und ich weiß noch nicht, wohin das geht, ist ja schon mal ein sehr gutes Zeichen eigentlich zu dem Zeitpunkt. Bei mir wusste ich so eigentlich immer so, ja komm. Es geht nirgendwo hin. Ja. Safe. Und es war auch, hätten wir uns draußen kennengelernt, man weiß es nicht, aber so mit den Charakterzügen, die wir damals hatten. Ja. So wie hätte also Wie hätte das gehen sollen? Nein, wirklich. Also das ist, glaube ich, das, wo, was wir auch in der Show am öftesten gesagt haben, ist so, na, es wäre in der so echten Welt schade wäre das gewesen. nicht Zum Glück passiert haben wir uns irgendwie. noch nie gesehen. Ich schwöre. Und das Krasse ist ja auch, er hat 20 Minuten von mir entfernt gewohnt zu der Zeit. Er war in Flensburg. Er hat auch gesagt, so, ich komme aus Flensburg. Ich habe gedacht, so, was ist das? Wie kannst du aus Man. Flensburg kommen? Das ist so random, so ein kleines Dorf in Deutschland irgendwie. Also du kommst ja nicht aus Flensburg, so kurz Statement, Stuttgart. In dem Moment war ich so, Ja, du hä? kommst ja auch nicht aus der Gegend, Genau, sondern aber bist auf so. Ibiza, aber du warst bei deinem Fan. Genau, und wir waren so 20 Minuten voneinander entfernt, bevor wir auf die Show gegangen sind. Wir waren original Luftlinie, 20 Minuten voneinander entfernt. Wir haben es noch nie gesehen oder so. Das ist halt, finde ich, so krass. So, wie gruselig. Man lebt so sein Leben. Ja, und das hat uns jetzt auch, um mal weiter auszuholen, danach natürlich auch viel gebracht, Voll. weil wir direkt danach wieder Kontakt hatten, Ja. also engen Kontakt und uns jeden Tag sehen konnten. Ja. Und Wäre ich in Köln gewesen oder so, hätten wir ja, uns oder einmal in, im ja, oder keine Monat. Ahnung. Keine Ahnung, nee. Man konnte halt hin und her fahren, so war richtig entspannt. Safe. Und das finde ich auch so krass, weil jedes kleine Zeichen hat so für uns gearbeitet. So, das Universum war einfach so, ihr müsst jetzt zusammenkommen, eine Familie gründen und für immer glücklich werden. So, sorry, ihr habt keine Wahl. Aber ich finde das krass, weil auch zum Beispiel dieser Umstand mit Laura, ich muss sagen, so, wenn ich jetzt zurückschaue, fuckt mich immer noch manchmal ab, weil ich mir denke, so, warum liegt er mit ihr im Bett? Aber auf der anderen Seite, wenn das nicht so gewesen wäre, glaube ich, wäre das auch gar nicht so zwischen uns so gewesen, weißt du, weil wenn du jetzt direkt mit mir gewesen wärst, wäre mir auch vielleicht langweilig geworden. Also weißt du, so, Ja, der keine Vibe ist Ahnung, das natürlich ist was jetzt. anderes. Nee, das ist jetzt Fantasie, was du machst hier. So, du Wieso? kannst ja nicht sagen, dass man immer bei irgendeiner Love Story irgendjemand anderes braucht, der sich Nicht irgendwie. immer, aber ich vielleicht schon ein bisschen. Ich glaube, ich bin so ein Typ Mensch, der das schon so ein bisschen brauchte. Ich glaube, Okay. so richtig easy bin Also ich halt nicht gestrickt. brauchst du das noch so manchmal, dass ich ein bisschen flirty unterwegs bin? Dass du wieder ein bisschen angeheizt bist. Ich frage nur für das Protokoll. Nicht? Kannst ja mal Nicht? machen. Ja, mach doch mal. Kannst du doch mal ein bisschen. Mach doch mal flirty angeheizt. Ein bisschen flirty angeheizt bei dir. Kannst ja mal probieren. Dass du Hey, ange. heiz mich doch mal an. Ich dachte, weil du das gerade so Ja, gesagt hast. ja, ja. Kennenlernphase. Na gut. First impression. Na gut. Auf jeden Fall. Nein, was ich damit einfach sagen will, so alles sollte genauso kommen, wie es gekommen ist. Also jeder Abweg oder was auch immer, Umleitung sollte genauso sein. Sonst wäre das nicht so gewesen zwischen uns. Zum Beispiel auch so die Samira-Situation, das ist auch nochmal so ein Ding, finde ich. Weil wenn du da schon so lange drin bist in dieser Show und so lange heißt allein schon eine Woche, weil in einer Woche in dieser Show ist wie 8 Monate draußen in der echten Welt. Das ist einfach ein ganz komplett anderes Zeitgefühl. Du bist in so Ja, einer das muss ich auch nochmal anderen sagen. Zone. Ja, das sowieso.
Aber man hat wie so ganz, ganz viele Dates. Wenn man draußen ist, man verabredet sich mit einer Person, so du machst dein Ding, du hast Samstag ein Date. So, dann, dir hat das Geld vielleicht gefallen, du hast aber trotzdem natürlich wieder deinen Alltag und alles, dann nächste Woche wieder Donnerstag oder Samstag, wenn es gut läuft, Ja, safe. siehst du die nächste Woche so Also wenn du darauf. richtig hinterher bist, dann ist es so, Genau, ja. so im Normalfall, wie es bei mir war, Nicht. ist es bei dem Samstag geblieben. Aber in der Same. Situation, du hast jeden Tag mehrere Dates, so, Ja. also mehrere Gespräche, so. Du hast wie 300 Dates in diesen Tagen, wo du da bist. Safe und du wohnst zusammen. Ja. So, wir haben jeden Abend zusammen geschlafen. Wir Also sind jeden Morgen deswegen zusammen so aufgewacht. So, das ist voll diese krass. Begründung, die kennen sich 2, 3 Wochen, also 2, 3 Wochen ist in so einer Das ist, Show ja. völlig verrückt. Das ist wirklich Das ist, du wohnst wie, einen Monat, du bist einen Monat ja. verheiratet. Ja. Safe. Das ist das Krasseste, was man echt sagen kann. So, Ja. deswegen, ich habe früher immer gedacht, warum heulen die? Warum heulen die, wenn jemand geht? Warum Ja. sind die, warum heult sie, weil er auf ein Nein, anderes Date ja. gegangen ist Ich habe vor drei sogar Tagen? geheult, wo Fabio gegangen ist. Das ist so krass. Ja, also da war ja auch eine Bezugsperson drin, so ich konnte gut reden mit ihm, deswegen war das so, du hast nur so, du hast nichts anderes. Das Du ist so kannst ja nicht deine deine. Schwester anrufen oder deine Mutter oder Ja, deine so, Freundin oder wen auch immer. das ist der Mensch, so in dem Moment, wo dich versteht, und dann ist er weg und dann bist du allein. Also, so ist Voll. der Gedanken, so, du, ja, das ist. Ach, das kann man nicht beurteilen oder verstehen, wenn man nicht drin war in so einer Nee, Show. das ist wirklich so. Aber deswegen so, ich habe jetzt auch das Drama verstanden. Ich habe vorher nicht verstanden, wie kann es einen jucken? Weil mich hat im echten Ja. Leben nichts gejuckt. Ich dachte mir so, Ja, ist doch du. scheißegal. Scheißegal, da. Aber du kannst nicht sagen, scheißegal, Nee. weil du drehst dich nach da, Und ich das bin. Drama ist immer noch da. So, Ja. das Drama geht nicht weg. Das Ja. ist dein Drama gerade so. Auch wenn die so. Das ist deine Realität und Das du bist ist. voll im Hier und Ja, Jetzt. Mann. Und Und aber das ich finde, war's. das ist so krass, weil das hat mir auch voll geholfen, weil im echten Leben, ich Hätte hätte mich mich niemals niemals geöffnet. geöffnet. Und Und man man kann kann jetzt jetzt sagen, sagen, die die Show Show hat hat uns uns durch durch die die Workshops Workshops und und so so weiter weiter dazu dazu gebracht, gebracht, uns uns zu zu öffnen. öffnen. Aber Aber es es liegt liegt einfach einfach auch auch daran, daran, dass dass du du in in der der Show Show bist. bist. Weil Weil ich ich hatte hatte keine keine Ablenkung. Ablenkung. Ich Ich konnte konnte nicht nicht meine meine Freundin Freundin anrufen anrufen und und sagen, sagen, er er das das und und das das gesagt, gesagt, was was ich ich immer immer gemacht gemacht habe. habe. Ich Ich habe habe immer immer 20 20 Freundinnen Freundinnen angerufen, angerufen, mir mir ihren ihren Rat Rat angehört angehört und und dann dann am am Ende Ende trotzdem trotzdem das das gemacht, gemacht, was was ich ich machen machen wollte. wollte. Oder Oder ich ich war war immer immer so so immer immer voll voll nach nach außen außen und und wollte wollte die die Meinung Meinung und und so so weiter. weiter. Und Und ich ich hätte hätte zum zum Beispiel Beispiel auch auch niemals niemals so, so, ich ich wäre wäre niemals niemals einem einem Typen Typen hinterhergerannt hinterhergerannt oder oder so. so. Aber Aber bei bei uns uns war war das das auch auch so, so, ich ich weiß weiß nicht, nicht, ob ob du du dich dich erinnerst, erinnerst, aber aber so, so, ich ich habe habe so so Moves Moves gemacht. gemacht. Ich Ich war war so, so, hä, hä, wer wer bin bin ich ich gerade? gerade? Ist Ist ich ich bin bin so so an an ihm ihm vorbeigelaufen, vorbeigelaufen, die die so so angefasst, angefasst, so, so, hä? hä? Ich, Ich, das das war war so so absurd absurd für für mich. mich. Ach, kannst du nochmal so süß sein? Ich weiß nicht, das ist so krass, weil im echten Leben hätte ich sowas niemals vorher. Niemals. Und dann in dieser Show weißt du, okay, wenn du jetzt keinen Move machst, dann macht es jemand anderes. Und du hast, das fühlt sich an wie so eine Le Lebens- oder Todgeschichte, weißt du? Also, du bist so im Hier und Jetzt. Nein, aber du bist so im Hier und Jetzt und Ja, 100 du Prozent. musst einfach das machen. Du musst über dich selbst hinaus gehen und Moves machen und so. Und voll dich dem hingeben, finde ich. Also mit Moves machen meinst du zu zeigen, Dass es dich juckt. dass dich juckt, Zum Beispiel. dass du Interesse hast, Ja. dass du so und im echten Leben, das ist auch, glaube ich, was es so schwer macht, macht man das nicht, weil man dann auch schnell wieder abgelenkt ist und dann so, der ist kein Move wert. So, weißt du? Da bist du Voll. schon mit deinen Gedanken schon wieder woanders. Ja, und ich habe auch mal so gespielt. Ich war immer so, ich will cool sein. So, ich war sehr kühl, weißt du noch? Ich habe immer so, ich wollte niemals so meine weiche Seite zeigen oder so. Das konnte ich erst bei dir, weil ich das Gefühl hatte, so, okay, ich habe jetzt eh keine Wahl. Und Und dann dann hast hast du du mich mich noch noch sicher sicher fühlen fühlen lassen. lassen. Aber Aber im im ersten ersten Moment Moment so, so, weißt weißt du, du, so, so, ich ich wollte wollte immer immer irgendwie irgendwie so, so, das das juckt juckt mich mich nicht, nicht, das das lässt lässt mich mich kalt kalt oder oder so. so. Und Und in in dieser dieser Show Show musste musste ich ich so so zugeben, zugeben, boah, boah, ich ich mag mag den den wirklich wirklich und und so. so. Das Das war war halt halt für für mich mich voll voll krass. krass. Auch so, wie ich dann mit dir geredet habe nach diesem Dings, wie war das noch, nach diesem Laura-Gespräch oder so, da haben wir doch auch geredet. Und da musste ich dir auch so sagen, so,
ist gerade nicht so cool, dass du mit beiden bist und so, weißt du, du hast ja dich in dem Sinne für mich entschieden, um mir auch diese Sicherheit zu geben. Im echten Leben gibt es ja niemandem eine Sicherheit. Im echten Leben bist du ja, weißt du, mal hier, mal da. Irgendwie. Ja, es kommt ja auch wieder drauf an. Also wir natürlich Ja. in der Situation, wie wir draußen waren. Aber das kam ja jetzt nicht auf Aber wir jede können ja nur von Person. uns reden. Ja, auf jeden Fall. Also so wie wir waren, war schon eher so scheißegal. Ja, klar. So Gefühle oder so waren schon, also bei mir nicht wirklich präsent. Selbst wenn ich welche hätte, ich hätte niemals gesagt, ich habe welche. Oder, also weißt du, oder keine Ahnung, ich habe mich einfach damit nicht verbunden. Ja. Und bei dir hätte ich dir nach einer Woche sagen können, dass ich dich liebe. So, ich weiß auch noch, dass es mir so ein paar Mal fast rausgerutscht ist, weil ich das schon so extrem gefühlt habe. Aber mir so dachte so, ja, okay, komm. Kennst ja, du bist ja kurz, du bist so chillen. Also was für mich zum Beispiel noch ein Struggle war, was wir, glaube ich, auch beide irgendwie hatten, war so dieses, man wusste, man ist in der Show und man wusste, warum man selbst mitgemacht hat und warum dann auch andere vielleicht mitmachen. Und das war halt irgendwie so dieses, vertraust du jetzt wirklich dieser Person, dass das ernst ist oder macht sie das vielleicht nur für Show oder so? Ja, voll. Weil du kannst es nicht wissen. Und gerade wenn das dann so ein Player ist oder so, denkst du natürlich irgendwo so. Ja, schon. Aber irgendwie war es bei uns dann nicht so. Man hat es irgendwie gewusst, meinst du? Ja, also ich wäre das jetzt Show gewesen oder so, dann. Nee, Dann wäre dann. halt alles vorbei. Nee, das war Dann schon. wüsste ich nicht. Nee, deswegen, also man hatte schon den Gedanken. Deswegen war auch die Situation, wo Samira reinkam, nochmal für dich irgendwie was Bedeutendes, obwohl das gar nicht so. Ich hatte jetzt ein Date, so ist die Show. Ja. Aber es war dann irgendwie was Wichtiges. Extre Nein, das war für mich mein Breaking Point, muss ich ganz ehrlich sagen. Und nicht mal, weil es um sie ging, sondern erstmal dieser Moment, dass du überhaupt von mir weg bist, wenn wir 24 Stunden aufeinander kleben. Und wirklich, wir haben geklebt. So, die Leute haben immer gesagt, so, Camely chillt, weißt du? So. Und dann gehst du weg und bist dann irgendwie den ganzen Tag auf diesem Date und ich weiß nicht, was passiert. Das hat so, das war die krasseste Situation, in der ich je in meinem Leben war. Weil im echten Leben, selbst wenn du mit jemandem bist, gehst du ja nicht auf ein Date mit jemand anderem. Ja, Weißt du? klar. Dieses Szenario gibt es ja gar nicht. Und da gehst du so hin und dann, das war auch unser erster Streit, oder? Ja. Ja, safe. Ja, und wie krass war das irgendwie? Ja, weil es einfach auch so unnötig war. Ja, es war echt unnötig. So ist die Show, das ist ein Date. Ja, und ich meine, so in dem Moment hat es ja auch eigentlich uns nur geholfen. So, auch wenn der Streit dumm war, so, es hat uns trotzdem geholfen, weil wir haben, ich konnte sagen, dass es mich wirklich juckt oder ich konnte merken, dass es mich wirklich richtig juckt und so. Also, es hat mir ja nur noch mehr gezeigt, wie Gefühle waren und so für dich. Und es hat auch irgendwie gezeigt, so, in Ja, der ich Beziehung weiß ist noch, das weil ich Einzige, was zählt, so wir. welchen Satz ich dann noch gesagt habe. Was meinst du? Wo ich gesagt habe, deswegen habe ich keinen Bock auf eine Beziehung. Ja, das war ein Statement. Das wurde mir auch so weitergegeben, so er hat keinen Bock auf eine Beziehung. Ich war einfach nur so, okay. Ich dachte, wir heiraten. Ja, das war so Stress ohne Grund, wie es, also deswegen gebe ich mir, habe ich mir das davon nicht im echten Leben gegeben, weil Leute haben Sachen gesagt, die nicht so waren. Ja. Und du Aber wie kannst, schnell war und der du, Stress weg, weil wir drüber geredet haben und dann ja, hast du auch gesagt, das hattest du Kommunikation gemerkt. ist der Schlüssel auf jeden Fall. Ja. So. Und die Kommunikation ist auch, was uns geblieben ist, wo auch das Wichtigste ist, wo wir haben. So. Safe. Deshalb haben wir da auch gelernt, auf jeden Fall. Safe, weil wir haben, und das ist schwer umzusetzen im echten Leben, Voll. weil das Ding ist auch so da drin, selbst wenn du es da gecheckt hast und du realisierst das, sobald du draußen bist, also bei uns war es auch so, sobald wir draußen waren, irgendwo, du hast dein Handy wieder, du hast dein Leben wieder, erstmal ist alles awkward und das zieht sich ja auch durch unsere komplette Beziehung oder durchs ganze Leben.
es wird immer wieder schwer sein zu kommunizieren, weil du musst dich immer wieder nackt machen, in dem Sinne so deine Gefühle sagen. Du musst immer wieder das Gespräch suchen. Das ist Arbeit irgendwo, wenn man es nicht kommuniziert. Weil wenn man es kommuniziert, dann ist es halt, selbst wenn man jetzt nicht der gleichen Meinung ist, ist es kurz blöd, aber danach ist es ja dann weg. Das war ja auch in dem Moment so. Es war mega blöd. Du hast gesagt, deswegen habe ich keinen Bock auf eine Beziehung und so. Aber danach war es weg, als wir darüber geredet haben. Deswegen sage ich, es darf sich nicht anfühlen so, man darf etwas nicht aussprechen oder man darf Ja. etwas nicht sagen. Und man braucht das Vertrauen, dass die Kommunikation auch ehrlich ist. Nicht, dass wir über irgendwas reden und man irgendwie ein Gefühl da reingibt, wo gar nicht der Wahrheit entspricht. Ja. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Wisst ihr, wie ich meine? Stimmt den Kommentaren ab. Nee, ich Ja, glaube, das ist safe. so das Wichtigste. Ich will dir kein Gefühl geben in der Kommunikation, die wir haben, mit dem ich eigentlich ich das nicht fühle, sondern ich muss dir, wenn wir reden, auch das Gefühl geben, Was du fühlst. was ich fühle. Ja. So, sonst wäre es nicht ehrlich. Ja, und das ist auch so eine Sache, die ich an dir krass respektiere, auch wenn sie mich manchmal abfuckt, weil ich mir so denke, du würdest dich niemals entschuldigen, du würdest mich niemals in den Arm nehmen, du würdest all die Sachen niemals machen, wenn du es nicht wirklich fühlst. Aber das macht dich auch verlässlich, weißt du? Und ich glaube, das ist voll selten, weil oft will man dann einfach nur Ruhe oder man will einfach nur das Problem lösen oder man will, weißt du, irgendwie so einen Teppich drüber machen. Aber bei dir weiß man so, wenn du was sagst, dann ist es auch ehrlich und Punkt, weißt du? Ja, dann ist es auch gelöst. Ja. Safe. Und wenn man an den Punkten nicht gekommen ist, dann muss man halt nochmal drüber reden. Und auch wenn Ja, dann reden dann ist das anstrengend Gespräch. ist, ist Ja, halt so. das ist dann, manchmal wird es anstrengend, Ja. weil Männer und Frauen auch unterschiedlich sind. Deswegen So. Boofsides. Deswegen both sides und nein. Boofsides, Boofsides. Ja, das ist echt der Grund. Ach ja, das haben wir auch am Anfang noch gar nicht gesagt, ne? Was denn? Naja, dass das der Grund ist, warum wir diesen Podcast so genannt haben. Ja. So was in seinem Kopf vorgeht, Leute, könnt ihr es mir erklären? Weil ich werde es niemals verstehen. Aber andersrum geht es, glaube ich, genauso. Ja. Und das war Ja. so der Start eigentlich, weil wir so viele Themen diskutiert haben, aus ihrer Sichtweise und aus meiner Sichtweise, Voll. dass wir gesagt haben, Das muss die Menschheit auch mal verstehen, so. so, das muss man mal so gegenüberführen. Es Das ist wird auch kommen in den krass. nächsten Gesprächen, nächsten Podcast-Tagen oder wie nennt man das? Ja. Folgen. Folgen. Ja. Aber wir wollten jetzt natürlich erstmal ausholen und ein bisschen Einfach über uns reden. reinsteppen. Aber das ist halt auch so krass, weil dieses Männer- und Frauen-Ding ist halt einfach so krass unterschiedlich. Und das merkt man in so vielen Momenten. Deswegen war es aber auch, glaube ich, so schwer, in dieser Situation zu kommunizieren, weil bei dir ist so ein Ding zugegangen, weißt du? Und ich war so voll emotional. Und dann war das so eigentlich voll dieser Gegensatz, aber dann durch das Gespräch konnten wir es voll gut lösen. Und das war auch so krass, weil als wir rausgekommen sind aus der Show, da war es auch erstmal so voll awkward irgendwie, weil du hattest dein Handy wieder. Wir sind eigentlich jeden Tag zusammen. Wir waren eigentlich schon so fast verheiratet. Und dann kommen wir so raus und jeder hat sein eigenes Hotelzimmer. Wie krass war auch eigentlich dieses Gefühl, dein eigenes Hotelzimmer zu haben nach dieser Show? Du hast so mit 20 Leuten geduscht, auf einmal so, du hast eine eigene Dusche. Also es war für mich so krass irgendwie. Ich habe mich voll einsam gefühlt. Du hast es geliebt, du hast direkt Musik an, du warst so voll im Vibe, als ich bei dir reinkam. Ja, weil ich ja durch das Modeln immer so unterwegs war und wenn ich Ja. im Hotelzimmer bin, so ich hab mich nie irgendwo so richtig zu Hause gefühlt, sondern ich fühle mich eigentlich in Hotels am wohlsten. Jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt ist das hier mein Zuhause, wo ich mit dir bin. Aber davor war Hotel immer Geiler als zu so Hause. Hotel, ja, ich bin Ja, jetzt für mich aber so, ich auch mache Musik an eigentlich. und dies und das. So, Ja. dann war man wieder in seinem eigenen Film, aber man hat ja gemerkt, man hat sein Handy, man hat ist wieder in seinem eigenen Film. Und da waren wir so ein bisschen distanziert am Anfang. Und Ich dachte mir so, wer ist? Ich kenne dich gar nicht mehr. Es war so ja, so gruselig. jetzt, so jetzt, wer bist du eigentlich? Ja. So, wir haben wirklich so jede Nacht zusammen geschlafen. Es hat sich angefühlt, so niemand ist mir näher als du. Ja. Und dann klopfe ich da mein Herz vor seiner Tür. So, ich klopf so, und dann machst du so auf und ich einfach nur so.
darf ich überhaupt hier sein? So, darf ich überhaupt mit dir reden? Es war so awkward. So, es war aber, du hast mir auch eine weirde Energie gegeben. Also es war einfach generell weird. Ja, aber das war für uns beide ungewohnt. Ja, so, voll. Wir kommen da raus, wir wussten gar nicht so, wir müssen jetzt gleich zum Essen auch und haben auch nicht so viel Zeit, so man hat wieder seine Sachen auch, der Auszug und du hast nicht mal, deine Sachen waren alle nur nicht so richtig gewaschen und das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Du hast doch meinen Koffer gepackt. Ja, was, ob die Sachen gewaschen sind, das wäre eigentlich. Aber du und so, du kennst mich mit meiner Struktur. Wenn nein, ich nicht meine Sachen und meinen so Koffer geordnet habe, dann wie krieg ich ja die Koffer Krise. Gepackt haben. Nein. Jetzt im Nachhinein sind wir wichtig, kenne, wie ordentlich du bist. Das nein. ist ja die Als ich absolute, diesen... das war ja eine Challenge-Gesicht, einfach, dass ich deinen Koffer gepackt habe. Nein, das war eine ich Challenge. Dachte, ich diesen, helfe dir. Ja, und ich dachte so. Du warst so toll. Nein. Oh mein Gott, nein. Das ist so witzig. Ihr checkt nicht, weil bei uns ist es so Gegensätze. So erst so richtig strukturiert und ordentlich, richtiger Bilder. Und ich bin so, wuh! Wuh! Wie, allein jetzt gerade, wir ziehen um meine Koffer und seine Koffer, das sind zwei Welten. Wir ziehen morgen um, checkt ihr das? Die Koffer stehen draußen und das macht mich jetzt schon nervös, wenn ich weiß nicht, wo meine Sachen alle genau sind. Ja, also das Kofferpacken, so viel, wir haben es versucht, aber hat nicht geklappt. Naja. Trotzdem danke. Nein, ehrlich danke, weil ich habe meinen Koffer ja nicht selber gepackt, so. Das ging nicht. Aber ja, das war einfach so krass und was ich halt daran so krass fand, es war so awkward und man hätte es jetzt auch so awkward lassen können. Im Normalfall, man hätte es so gelassen, hätte es weitergelebt, es wäre irgendwie komisch gewesen, aber egal. Ja, das, keiner hätte jetzt irgendwie gesagt im normalen Leben, wenn was jetzt so komisch ist. Ja, was ist gerade komisch? Ist gerade komisch. Nee. Weil du willst auch, dass es wieder weggeht, so. Ja. Du willst auch nicht komisch sein und dem anderen gegenüber die das Gefühl geben, dass etwas komisch ist, wenn das gerade nicht so fühlt. Weißt genau. du? Genau. Du denkst nämlich immer, was denkt die andere Person gerade? Genau. Soll ich es sagen, weil was, wenn die Person das gar nicht denkt, aber yeah. du musst so einfach... mache ich mir jetzt Kopf für nichts oder ist es wirklich gerade so? Aber du musst eigentlich das sagen, in... was du denkst. Ja, genau. Es juckt doch gar nicht, was sie denkt. Yeah. Wenn du es gerade komisch findest, dann findest du es komisch. Safe. So. Ja, okay, aber wir fanden es beide komische Singer. Ja, voll, das, aber das wussten wir ja nicht. Yeah. Und dann fand ich es halt schwer. Ich muss sagen, ich fand es schwer, aber ich dachte mir so, okay, wir kommen gerade aus diesem Retreat. Ich habe so unnormal Gefühle für diesen Typen. Es wäre so dumm, wenn ich jetzt, wenn wir das jetzt so lassen, so im Raum stehen lassen, weil ich weiß, wir hätten an dem Abend was getrunken, wir hätten wahrscheinlich was gehabt, es wäre egal gewesen, aber es hätte einfach, der Vibe wäre nicht zu 100% so clean da gewesen. Ja. Und dann haben wir gesagt, so ich weiß nicht mehr, wie es genau war, aber irgendwas so, ist gerade mega komisch, oder? Es hat ein bisschen gedauert, wir waren erst noch essen, haben ein bisschen Awkwardness behalten, aber dann irgendwann habe ich halt so gesagt, so ist voll komisch, oder? Und dann, ja, auch wie man sich dann verhält, laufen wir jetzt Händchen halten rum. Ja, man also, wusste nicht. So, hey, wir sind jetzt draußen und wir sind jetzt zusammen, oder was? Das war so krass irgendwie, weil man denkt ja auch nicht, man kommt mit einer Beziehung da. Eine Beziehung ist so eine krasse Sache. Ja. Weißt du? Ja. So im echten Leben, wie lange dauert es, bis du dich auf eine Beziehung einlässt? Also wir, so emotional, crazy boys und girls, so. Mhm. Weißt du? Und da, wir waren da drin und es war so, oh mein Gott, wir haben ja wirklich aneinander geklebt. Das war ja nicht mehr normal. Ja, wir konnten das nicht eine Sekunde ohne einander zu berühren. Genau. Ja, oder nicht? Schmeckt mal doch, mein Baby. Ja, sag doch. Sag doch, Helle. Es war doch so. Keine Sekunde. Ja. Manchmal waren es 2 Sekunden, aber nein, ehrlich, da war schon leicht, habe ich leicht gezittert. Du warst mich. Ich war 3,5 Minuten. Ja, okay. Ja, und das war dann wieder so Realität, aber du musst es realisieren erstmal, dass es jetzt deine Realität ist, dass du eine Beziehung hast und dass es jetzt im echten Leben so, die echten Show Leben? Ist vorbei, ja. Aber eigentlich, die Show geht weiter. Die Show war dein Leben. Ja, also die Show ist echt. Dein echt und ist dein Leben. So, du machst jetzt nicht einen Cut und ich war in der Show und gehst nach Hause, sondern du hast jetzt... Du nimmst die Show mit nach Hause. Yeah. Du hast jetzt angefangen, dein Leben zu nehmen. So.
Nein, das ist Also, so krass, das so zu sagen. ja. Ist halt echt so. Ja. Weil du denkst, du machst das und dann gehst du nach Hause, aber wenn du da jemanden wirklich kennenlernst und liebst und sagst, wir sind jetzt zusammen, dann musst du ja auch erstmal verstehen, was das für die Außenwelt bedeutet. Auch den Lifestyle, den man vorher gelebt hat. Wir waren ja glückliche Singles. Wir waren ja jetzt nicht so, wir gehen jetzt auf eine Dating-Show, um jemanden kennenzulernen. Wir waren ja voll happy. So, ich hatte die geilste Zeit meines Lebens. Weißt du, so alles war cool. Man hat jetzt nicht danach gesucht. Geilste Zeit deines Lebens, sagst du? War gar nicht so geil. Erklär mir das. Das Wir haben doch Zeit gerade. Komm. war echt gar nicht so geil. Na komm. Ich weiß nicht, wie man es sagen soll, aber so, weißt du, so, man war ein glücklicher. Es gibt ja viele Frauen, zum Beispiel, die sind so, ich brauche jetzt unbedingt eine Beziehung. Ich suche eine. Ja. Ich will eine. Ja. Ich war nicht so. Und dann kamst du rein. Bin ich schon okay, kann ich mitleben, so. Aber ich finde einfach nur so, dieses Gespräch hat was gebracht. Nachdem rausgekommen sind, dieses Gespräch, um diese Awkwardness aufzuklären. Und Ja, und du musst natürlich auch dann für dich gucken, ob du bereit bist. Deswegen ist das auch so in den meisten Shows. Ich kann jetzt nicht das mit allen Shows vergleichen. Ich war nur bei der Show so, ich weiß nur, wie es da war. Aber dass man sagt, schauen wir mal, wie es draußen wird. Weil jeder natürlich den Gedanken hat, wenn die Show vorbei ist, irgendwie, cut. ja, Und dann bist du wieder im Leben. safe. So. Und jetzt musst du gucken, war das jetzt mein Leben? Will ich die Person wirklich bei mir haben? Dann musst du einiges regeln, musst du einiges ändern, musst du dein Leben dafür anpassen. Ja, So, und das haben wir beide gemacht. safe. Und es war auch anstrengend. Also schön anstrengend. Ich habe das natürlich gerne alles verändert. Aber es ist natürlich, hä? So, ich musste umziehen. Ja. Ich musste meinen Job kündigen. Ich musste meine ganze Ja. Wohnung zurücklassen. Ich musste Ja, meine Hab und Gut okay. zurücklassen. Wisst ihr eigentlich, was ich alles gefordert habe? Ich bin im anderen Land. Mit zwei Koffern. So für Liebe und so, komm. Ja. Ich dachte jetzt, ich meinte jetzt so frisch danach, so dieses Commitment, dass wir uns immer gesehen haben und so. Ja, aber man hat trotzdem natürlich, wenn du dich dann immer sehen willst, dann willst du auch zusammenziehen. Ja. Das ist ja alles im Anschluss, was passiert ist, baut ja darauf auf. Safe, ja, das stimmt. So klar, wir hätten das jetzt auch weiterlaufen lassen können. Du wohnst da, ich wohne da, aber wollten wir ja nicht. Ja. Weil du willst dich dann, das, was wir dann kurze Zeit nach der Show hatten mit, wir konnten uns oft sehen, willst du dann immer haben. Safe, und das war ja auch so, ich glaube, das war Ja. das Krasseste für uns, dass wir uns nach der Show so viel gesehen haben, Klar. weil dadurch war es dann so, oh mein Gott, ja, Ja. es ist, das ist es. Ja, wir haben das ja auch Das hat immer es dann bestätigt. möglich gemacht, auch wo du nach Ibiza bist. Ja. So, ich bin jede zweite Woche spätestens Safe. Eigentlich fast hingeflogen. schon jede Woche. Ja, und so, man kann es zeitlich hinkriegen, wenn man es unbedingt möchte. So, es geht. If he wanted to, he would. Nein, das Ja. ist so wichtig, finde ich, weil Ja. so oft hat man diese Situation, wo man denkt, was ist jetzt mit ihm? Warum macht er das nicht? Es geht seiner Mutter nicht so gut? Ist er ein bisschen, geht's ihm nicht? Weißt du, also du machst so Excuses für irgendwas, Ja. aber wenn du willst, dann machst du. 100%, 100%, aber man darf das immer nicht so geisteskrank verallgemeinern, weil man ist schon busy manchmal, man hat schon sein Stuff zu tun und so, deswegen Klar. manchmal geht's halt wirklich nicht, Ja. aber dann sagt man nicht, es geht nicht, sondern man Dann kommt wirklich sagt, nächste Woche. ja, oder man sagt, nee, da nicht, aber da und da. Genau. So, es gibt immer eine Option. Man kann Safe. Optionen geben. Ja. Einfach ein Macher sein, ein Mann sein. So, also für mich ist das männlich zu sagen, Ja. pass auf, das passt mir jetzt gerade nicht, geht gerade nicht, aber in 3 Tagen komme ich oder in 3 Tagen mach oder ich buche den Flug und du kommst. Weißt du, so, das ist für mich so Statement, da weiß ich, okay, er will, es ist, weißt du, ich habe mir das nicht irgendwie eingebildet oder ich verschwende nicht meine Zeit, sondern das ist so echt. Ja, sehr. Voll, und das hat, also das war auch für uns, glaube ich, so eine, Ja, also das ist immer da, die schönste deine, Zeit. ja, deswegen reden ist immer schön, aber das sagt man ja immer so, Taten. Sprechen mehr. Und es ist so. Safe.
Es ist so, jeder kann dir immer sagen, komm, lass was so und so machen. Es kommt immer darauf an, was am Ende gemacht wird oder wie man es gemacht hat, oder? Safe, zu 100%. So, ja. Lass uns mal in Zukunft sehen häufig oder lass mal da und da was machen. Ne? Anstatt ich sage, ich habe gebucht, wie ich dir immer geschrieben habe. Ich habe immer nur Safe. die Flugdaten geschickt. Oh mein Gott, ich weiß sogar noch so einmal, da habe ich dich angerufen und ich habe so geweint, weil ich habe dich so vermisst, weißt du noch? Das war so richtig insane, das war so ein richtig krasser Abend und ich habe so krank geweint, ich war einfach nur so, ich kann nicht mehr und so. Und dann hast du mir am nächsten Tag einfach so random, ich saß beim Essen und er hat mir einfach so random so ein Screenshot von seinen Daten geschickt, so dass er 2 Tage später kommt und so. Das war der schönste Moment ever. So, das war so, das ist richtig prägniert in meinem Kopf forever, weil das war so heftig, weil einfach so, ich will nicht, dass du traurig bist. Und ich war nur so. Darf ich das erzählen? Cool. Top 20, komm. Also so viele Top Date Nights, die wir hier veranstaltet haben. Ja, aber das, nein, und das muss ich, das können wir ja dann auch noch sagen, weil es kommt nicht nur darauf an, was du am Anfang machst, sondern es kommt auch noch darauf an, was du weiterhin machst. Und so, wir haben bis heute so, warum es so geil oder warum es so heftig ist zwischen uns, finde ich, liegt auch daran, dass du immer noch dieses Männliche hast, dass du sagst, okay, Schatz, das und das passiert jetzt und hier, das ist dein Kleid und das ist, weißt du, und ich habe das und das vorbereitet, so, das ist ja das, was es so heftig macht irgendwie, wo man so denkt, es hört nie auf, so eine Liebesgeschichte zu sein, so die Sto Love Story hört nicht Ja, und auf. das darf auch nicht enden. So. Richtig zu meinem Code gemacht. Das darf auch nicht enden. Nein, aber Ja, weil das. sobald das weg ist, dann hast du Ja, nichts mehr. das wollte ich sagen. So. Jetzt ist auch wirklich so. So eine Date Night, das macht so viel mehr mit einer Frau, als ihr denkt, glaube ich. Ja, oder erstmal kurz Okay. Tor to Handle. Okay. Also. Fertig machen. Ja, also. Wir haben gewonnen. Hey, okay. Nein, also wir haben voll viel Geld ausgegeben. Nein, aber das Geld war natürlich nicht greifbar in dem Moment. Es Das gab das war. Geld nicht. Nein, Niemand das kann mir war sagen, dass es auch. dieses Geld gab, So, ich weil. habe ja jetzt nicht gedacht, oh, jetzt mache ich mal für 6.000 Euro rum. So, ich habe ja nicht Nee. gesagt, 6.000 Euro oder einen Kuss geben. Das ist ja kein Szenario, wo man so. Jeder jetzt so, keine Ahnung, der zu Hause sitzt und dann, oh, die können doch Die können einfach die sich Woche. eine Woche zusammenreißen und dann gehen alle nach Hause und dann, Ja. da bist du dumm. Du weißt gar nicht, wie es ist. So, das Ding ist wirklich, du denkst das selber ja auch, wenn du schaust. Du denkst ja, das müssen wir dazu Und sagen. dann hätten die, natürlich war der Cast auch nicht verklemmt, wo dann sagt, ich setze mich da ins Bett und mache eine Woche nichts. So. Außerdem, wer hätte das geschaut? 3 Viewers. Ja, also es. Das muss man auch mal ein bisschen Muss ja realistisch auch mal sein. logisch denken. Ja. Und das Ding ist, wo wir darauf zurückkommen, so du bist in deiner eigenen Welt. Es gibt kein irgendwas anderes. Es gibt auch kein Geld. Es gibt gar kein. Dieses ganze Prinzip davon ist zwar da, Ja. aber auch nicht so wichtig, Du weil du kaufst dir ja bist nichts in der alleine. Show, du Ja. kriegst dein Essen. Hä? So. Du, Boah, warte mal wofür kurz, brauchst du das Essen, Geld? warte mal kurz. Das war so krass. Nein, ich Koch. bin verliebt in diesen Wir vermissen Mexiko-Koch. ihn so. Nein. Wie oft reden wir über ihn? Nein, Jede Woche. ehrlich. Nein, Es ehrlich. ist Monate her, wir lieben ihn. Soll ich ihm mal schreiben? Ich will wirklich seine Nummer haben. So, na, ihr Also checkt nicht, was der nach Prozess Emily und war. Ocean kommt der Koch. Ja, Nein, ehrlich, der war es ist Wahnsinn. Der war Champions so. League. Muss man mal sagen, muss man mal gesagt haben. Wirklich. Und deswegen kann ich es auch verstehen, dass manche Leute süchtig werden nach Reality-Shows. Du Ja. hast keine Zeit. Du hast keine Termine, du hast kein Social Keine Media, du hast Verantwortung. keine Verantwortung, keinen Ja. Einfluss. Und du kriegst Du Essen. wirst geweckt morgens, man sagt dir, wann du ins Bett gehen sollst, wann du aufstehen sollst, du kriegst dein Essen, machst eine, keine Ahnung, hast Drinks, hast Party, hast Sonne, Strand, Meer. Safe. Also. Willst du zurück in die Show? Sag doch einfach. Lass nochmal nach Mexiko gehen. Ich würde sofort mit dir nach Mexiko Okay, gehen. wir gehen einmal. Ohne Handy gehen wir einmal nach Mexiko. Es wäre wirklich mein Traum. Ehrlich jetzt. Das wäre also wirklich das Schönste. Ja, Mann. Aber, Fritte auch. Ah, ich wollte nur kurz nachschauen. Alles gut. Läuft nichts.
Auf jeden Fall. Um nochmal ganz kurz das Ganze zusammenzufassen, so, man musste in der Show sich selbst krass mit sich auseinandersetzen, finde ich. Und ich habe krass viel über mich gelernt. Und ich glaube, wenn ich all diese Prozesse nicht durchgemacht hätte, wäre das zwischen uns niemals so krass gewesen. Definitiv, man unterschätzt die Workshops Ja. erstmal, weil man da so wenig Einblick bekommt. Die gehen 10 Minuten oder so auf Auf der Netflix. Show. Nicht mal wahrscheinlich. Aber im Ja. echten Leben behindert das einen ganzen Tag. Ja. Die setzen sich wirklich mit dir auseinander und reden mit dir und Shootout an Salem. Ich habe heute noch Kontakt zu ihm, so war einer von denen, die ein Shoutout heißt das übrigens auch. Shoutout. Machen wir nochmal. Lassen wir so. Shootout. Salem. Salut! Okay, du hast noch Kontakt mit ihm. Mal lachen. Ja, Salem ist auf jeden Fall ein Top-Mann gewesen, der so einen Retreat geleitet hat und waren natürlich auch viele andere Coaches. Wie viele hatten wir davon? 4 Stück. Na, ich weiß gar nicht mehr. Die waren auf jeden Fall sehr intensiv und Mega. man konnte da wirklich was mitnehmen. Also die Entwicklung, was ich auch mitgenommen habe, sind Atemübungen. Die kann man immer wieder zwischendurch anwenden. Und dann ist es auch wieder okay. So, dann kann man Sachen akzeptieren, die man vielleicht früher nicht akzeptiert hätte. Aber Kann ich jetzt mal hier hinkommen? ja. Gut. Und die waren auf jeden Fall sehr intensiv und haben uns viel beigebracht, das nicht so rüberkam, doch dann schon irgendwie rüberkam, aber nur, man hat nur die Entwicklung gesehen, ohne die Steps dazwischen. Ja. Und die Steps dazwischen haben wir gemacht und die gingen ja so lange. Safe. Huhu. Will ich was sagen? Er dreht das Mikro. Wir sind wieder da. Habe ich nicht so kurz gecrashed? Hast du Gitarre gesagt? Hallo, hallo, hallo? Wow. Ocean hat kurz unseren Podcast gecrashed. Also. Wenn wir ehrlich sind, wir waren schon fertig und Ja. die Kamera ist einfach ausgegangen. Und du hast ja eine Runde geschrien. Dann haben wir gedacht, wir machen eine Runde Cut. Ja. Und sagen noch kurz Tschüss. Jetzt wollen wir uns noch Das ist sehr verabschieden. interessant für dich, oder? Ist cool. Ich mache Mama und Papa. Ich machen die. Wir reden über Tour to Handle. Oh mein Gott, das ist auch so witzig, weil so viele sagen doch immer so, was ist, wenn Ocean später Tour to Handle schaut? Stell dir vor, deine Eltern sind bei Tour to Handle. So, hä? Du Goals? kannst sehen, genau wie Mama und Papa sich kennengelernt haben. Ohne Geheimnisse. Ich finde das so Du kriegst cool. alles auf den Tisch gelegt, schwarz auf weiß. Voll, er kann unser erstes Date sehen. So, wer hat unser Cool. erstes Date schon auf Kamera? Also, ich finde das irgendwie so iconic. Yes. Okay, also zum Irgendwie Thema Workshops. Workshops. Dadurch haben wir halt mega viel gelernt. Und das waren auch viel intensivere Momente, als man jetzt so auf Kamera sieht. Klar, die Tage waren auch. Es war einfach ein ganzer Tag und im Endeffekt zählt man davon 10 Minuten, aber die Leute haben sich dann wirklich mit einem beschäftigt, so wie wir uns jeden Tag mit dir beschäftigen und haben sich gekümmert und haben dich analysiert, beziehungsweise du konntest dich auch gut mit ihnen unterhalten und öffnen und ja, es war sehr prägend auf jeden Fall, die Erfahrung, diese Workshops gemacht zu haben. Deswegen ist diese Show einfach viel, viel tiefer wie irgendeine andere Show, was sie aber nicht den Anschein so gibt. Safe. Nach Also ich. außen hin. Weil man, also so, wenn ich die Show sehe, so, man könnte auch eine ganz andere Show draus machen. Man könnte sagen, das ist eine Show, wo du deine Selbstliebe findest, wo du reflektierter wirst, wo du dich kommunikativ Weiterentwickelst. weiterentwickelst und dies und das, aber dann machst du einfach eine Sexy Time Show draus. Ja, aber das würde sich halt keiner anschauen. Alle würden so sagen, so, mach die Liebeskasperle aus. Ach, jeder würde sagen, kommt mal alle bitte Liebeskasper. wieder klar, alle Kalt mal duschen. ganz kalt duschen, klarkommen, Kopf mal wieder durchbluten.
Jo. Ja, aber auf jeden Fall können wir, glaube ich, einfach nur sagen, so, es war das Beste, was uns je passiert ist. Und ich würde auf keine andere Show wollen. Und ja, sonst wären wir alle nicht hier. Ja, ich so. Bla Magst du, bla wenn Mama erzählt? bla, ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Also, ja, ohne die wären wir nicht. Und deswegen bin ich auf jeden Fall für immer dankbar für die Erfahrung und für die Show. Was sagen wir euch? Danke, Danke, Lana. Lana. Danke, Lana. Danke, Lana. Danke, Lana. Danke, Lana. Danke, Danke, Lana. Lana. Danke, Lana. Danke, Lana. Danke, Lana. Danke, 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 Lana. Lana. Danke, Lana. Camely out. Und wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Stay tuned. Alright. See you next week. Bye. Boo. Pinky. Lokis. Lokis. Lokis.